Hallo und herzlich willkommen zur 8. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir beschäftigen uns heute mit den logischen Ausdrücken in C. Zunächst ein paar Hinweise, wie immer auf dem Dokumentenserver. Ja, was sind logische Ausdrücke? Ein logischer Ausdruck ist eine Bedingung, Teil eines logischen Ausdruckes oder ein Vergleich. Wir haben es hier also mit einer rekursiven Definition zu tun. Ich habe zu Beginn ein paar Beispiele. Die Variable bool ist als int angelegt. Das weist auch gleich darauf hin, dass logische Ausdrücke in C eigentlich vom Typ Integer sind. Ich kann der boolschen Variable einen Vergleich zuordnen, also zum Beispiel bool ist gleich a größer b. Dann wird für den Fall, dass a größer als b ist, bool der Wert 1 zugewiesen. 1 steht für wahr, also richtig. Und falls a eben nicht größer b ist, dann der Wert 0, was in C als false interpretiert wird. Wir können logische Ausdrücke auch mit den logischen Operatoren und bzw. oder, dargestellt durch das doppelte Kaufmanns-und oder den doppelten Oder-Strich, verknüpfen. Wie zum Beispiel a größer b und b größer c. Ich möchte gleich hier nochmal darauf hinweisen, dass sich die logischen Operatoren von den bit-logischen Operatoren unterscheiden. Mit dem doppelten Kaufmanns-und, dem doppelten Oder-Strich, werden nur Wahrheitswerte verarbeitet, das heißt im Prinzip nur ein Bit verarbeitet und nicht, wie bei den bitweisen Operatoren, eine Menge an Bits. Die Operatoren, die wir einsetzen können, und oder haben Sie gerade kennengelernt. Das Ausrufezeichen steht für nicht. Das sind damit natürlich die logischen und-Operatoren, die wir für die Logik benötigen. Und wir können aus einem Vergleich einen Wahrheitswert gewinnen, vergleichen mit doppel ist gleich oder ungleich vergleichen mit nicht ist gleich und natürlich größer, kleiner, größer gleich, kleiner gleich. Die logischen Ausdrücke kommen natürlich häufig in bedingten Anweisungen zum Einsatz. Theoretisch können sie auch in Berechnungen verwendet werden. Dann kommt eben als Ergebnis nur 0 oder 1 heraus. Allerdings gibt es in C keinen echten Datentyp Bool oder Boolean, wie Sie das aus Java kennen. Es wurde zwar in C99 der Datentyp Unterstrich Bool eingeführt und Sie können mit Hilfe von include standard bool auch bool true oder false verwenden. Syntaktisch und semantisch ist bool aber einem Integer-Typen gleichgestellt. Genauer gesagt sogar char. Der Typ unterstrich bool muss mindestens char min bytes groß sein, also standardmäßig mindestens ein Byte groß sein. Sie erinnern sich, in C der minimale Zugriff auf den Arbeitsspeicher beträgt ein Byte, können also nur byteweise auf den Arbeitsspeicher zugreifen. Deswegen wird auch bool als mindestens ein Byte groß definiert. Ob ein C-Compiler das in einem Bit speichert, was zur Speicherung eines boolschen Wertes ja ausreichen würde, das ist dann dem C-Compiler überlassen. Ich würde Ihnen empfehlen, nicht bool aus Standard Bool zu verwenden. Sie kommen damit, wenn Sie das in Programmen mit C++ kombinieren, in Teufelsküche. Ich würde in C lieber weiterhin standardmäßig int oder notfalls einen char, weil von der Verarbeitung int meistens schneller ist, einen Typ int als boolschen Typ verwenden. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, Projekte, die C und C++ mischen. In C++ ist der Typ bool ein Bit breit und das führt zu massiven Problemen, wenn Sie das kombinieren mit einem Typ, der char groß ist oder int groß ist. Wenn man also direkt einen boolschen Typ als int verwendet, dann bekommen Sie keine Schwierigkeiten zwischen C und C++. Ein logischer Ausdruck nimmt die Werte falsch, das ist 0, oder wahr an. Falsch ist exakt in C definiert, das ist genau der Wert 0, während wahr jeglicher Wert ungleich 0 ist. Damit sehen Sie auch schon den Unterschied zu den Bit-Operatoren. Da ist genau definiert, das Bit ist 0 für false und 1 für true. Bei den logischen Operatoren ist eben der Wert true einfach nur ungleich 0.
Das macht vieles praktisch, weil Sie Funktionen verwenden können, die Sie boolsch interpretieren, die einfach einen Wert 0 für false und einen beliebigen Wert ungleich 0 zurückliefern. Da müssen Sie nicht nochmal auf explizit 0 oder 1 beim Rückgabewert achten. Ein logischer Ausdruck ist immer das Ergebnis eines Vergleichs, also das Ergebnis einer der Vergleichsoperatoren. Oder eben, deswegen immer fett gedruckt, implizit. Das heißt, wenn ich einen Wert, eine Variable abfrage, diese den Wert 0 aufweist, dann wird das als false interpretiert, also indirekt mit 0 verglichen. Und ansonsten eben, wenn der Wert nicht 0 ist, dann wird das als wahr, true interpretiert. Ein logischer Ausdruck kann natürlich wieder aus beliebigen weiteren logischen Ausdrücken bestehen und logische Verknüpfungen aufweisen. Die drei logischen Grundoperationen, die Sie schon aus Grundlagen der Informatik und der Logik natürlich kennen, werden durch die Operatoren nicht das Ausrufezeichen, das doppelte Kaufmannsund und der doppelte Oderstrich realisiert. Was sind nun die typischen Anwendungsfälle? Als erstes innerhalb eines Ausdrucks. Das kann das Ergebnis natürlich eines Ausdrucks sein oder hier konkret der Fragezeichen der Bedingungsoperator. Der Bedingungsoperator arbeitet wie folgt. Auf die Bedingung folgt ein Ausdruck, der wahr ist, mit Doppelpunkt getrennt ein Ausdruck, der falsch ist. Damit lassen sich ganz einfach Ausdrücke konstruieren, die ohne ein If-Else-Konstrukt auskommen. Die Besonderheit in C ist dabei, dass der Rückgabewert von wahr und falsch nicht unbedingt den gleichen Typ aufweisen muss. Es empfiehlt sich aber in der Praxis, dass die beiden natürlich typgleich sind, weil Sie wahrscheinlich das Ergebnis des Ausdruckes auch weiter verwenden möchten. Hier mal ein Beispiel, die Prozedur print-compare vergleicht die Variablen a und b und gibt als Ausgabe über den Bedingungsoperator eben aus, ob a größer oder eben kleiner oder gleich b ist. Das ist so ein typischer Anwendungsfall, auch bei einer Anrede, Begrüßung, Herr, Frau, kann ich natürlich ganz einfach den Bedingungsoperator verwenden und diesen Typ abfragen. Ja, und natürlich die weiteren Anwendungsfälle sind in der Zählerschleife, die For-Condition, in der abweisenden Schleife natürlich die While-Condition, das gleiche gilt für die nicht abweisende Schleife, ebenfalls die While-Condition und natürlich ganz bekannt in einem If-Statement, also die If-Bedingung innerhalb einer If-Anweisung. Was hier auffällt, ist, syntaktisch werden die Bedingungen meistens in Klammern geschrieben, also Ausnahme ist hier bei For, da haben wir quasi das Dreierpack Initialisierung, Bedingung und Kommando in Klammern geschrieben. Sie sehen aber auch an der Syntax, die Klammer ist bezogen auf die Anweisung und nicht auf den Ausdruck. Das heißt, logische Ausdrücke an sich stehen erstmal nicht in Klammern. Es empfiehlt sich natürlich häufig, wenn Sie Ausdrücke kombinieren, diese dann auch in Klammern zu setzen. Ich habe noch ein paar Beispiele für typische Fehlerquellen. Der bekannteste Fehler in C ist das ist gleich vergessen. Also falls a gleich 0, hier in dem Beispiel print a gleich 0, Fragezeichen. Wenn Sie das so wie es da steht ausprobieren und starten, dann wird niemals a gleich 0 ausgegeben, obwohl mit Sicherheit danach a 0 ist. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie, wenn Sie das debuggen, Sie schier am Verzweifeln sind, warum die Ausgabe nicht erscheint, wo doch a 0 ist. Oder Sie verzweifeln, warum a danach 0 ist und warum die Ausgabe nicht gekommen ist. Die Erklärung ist ganz einfach. Sie machen hier eine Zuweisung anstelle eines Vergleichs. Das ist das, was ich anfangs angesprochen habe, dass C den Datentyp Bool an sich gar nicht unterstützt. In Java wäre das syntaktisch falsch. Der Ausdruck einer If-Bedingung in Java muss vom Typ Bool sein, also eben ein Vergleich oder eine Und-, eine Oder-Verknüpfung.
aber keine Zuweisung. In C wird als Ausdruck in der if-Bedingung einfach ein Integer-Ausdruck erwartet. Und wir haben das bei der Zuweisung kennengelernt. Ich darf mehrfach zuweisen. Eine Zuweisung ist in C ein Ausdruck, deswegen ist es auch theoretisch, syntaktisch korrekt, dass ich eine Zuweisung innerhalb einer if-Bedingung durchführe. Das führt natürlich zu folgendem obstrusen Verhalten. Innerhalb der if-Bedingung wird a auf 0 gesetzt, ein Vergleich wird nicht durchgeführt, der Wert 0 der Zuweisung wird an if übergeben, als false interpretiert und printf wird natürlich nicht ausgeführt. Heißt, printf wird hier nie aufgerufen und mit der if-Anweisung wird a immer auf 0 gesetzt. Daher mein Warnhinweis, Achtung, Sie dürfen in Bedingungen nie ist gleich mit dem einfachen ist gleich verwechseln. Also die Operatoren gleich und Zuweisung sind unterschiedlich. Es ist einmal das doppelte ist gleich und einmal das einfache ist gleich. Es gibt eine Lösung, die Sie sich angewöhnen können. Sie gilt nicht für alle Zuweisungen, aber zumindest für Zuweisungen mit Konstanten. Macht das hier an der Stelle Sinn, wenn Sie die Konstanten links schreiben, wie hier in dem Beispiel. Also nicht falls a gleich 0, sondern falls 0 gleich a. Das hat den Vorteil, dass wenn Sie aus Versehen ein einfaches ist gleich statt dem Doppel ist gleich verwenden, der Compiler an der Stelle einen Fehler meldet, weil der Konstante 0 natürlich nicht der Wert a zugewiesen werden kann. Auf diese Weise können sich schon beim Übersetzen solche Fehler erkennbar machen. Auch wenn natürlich die Art und Weise des Schreibens ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, macht es auf jeden Fall Sinn, so zu arbeiten. Ja, ich habe noch ein paar typische Anwendungsfälle, die eben C-typisch sind. Dadurch, dass es den Typ bool nicht gibt, vereinfacht sich natürlich auch die if-Anweisung bzw. Bedingungen allgemein, jetzt hier immer dargestellt mit der if-Anweisung. Der Ausdruck if in Klammern a ist gleichwertig wie der Ausdruck a ungleich 0. Das heißt, die if-Bedingung prüft, ob a ungleich 0 ist. In a muss also ein Wert ungleich 0 stehen, damit die Bedingung erfüllt ist. Und die Umkehrung ist natürlich, falls nicht a oder, wie wir gerade gesehen haben, if 0 gleich gleich a, dann muss natürlich in a der Wert 0 drin stehen, damit die Bedingung erfüllt ist. Für Zeiger bietet sich natürlich in der ausgeschriebenen Form der Vergleich mit null an. Wir können zwar theoretisch auch einen Zeiger mit der Zahl 0 vergleichen, sinnvoll ist natürlich der Vergleich mit der Adresse 0, da Zeiger natürlich Adressen und keine Zahlen, also keine normalen Integer-Werte aufweisen. Also hier nochmal dargestellt, if sp ist gleichzusetzen wie if sp ungleich null und if not sp, if null, auch hier die Konstante auf der linken Seite, if null ist gleich a. Sie kennen bereits aus Java die optimierten Bedingungen, wie auch bereits gesagt, in C gibt es nicht optimierte Bedingungen. Alle Bedingungen in C sind optimiert. Es gibt in C nicht den einfachen und oder den einfachen oder Operator als Logikoperator. Das wäre die reine Bit-Logik und die sollten Sie natürlich nie mit den logischen Operatoren mischen, weil ein logischer Operator nicht zwangsweise den Wert 1 für wahr, sondern einen beliebigen Wahrheitswert enthalten kann. Die Optimierung basiert auf dem Absorptionsgesetz. Falls in einer Oder-Bedingung ein Ausdruck wahr ist, so ist der Ausdruck natürlich immer wahr. Das heißt, es wird nur der erste wahre Ausdruck geprüft und jede weitere Oder-Verknüpfung wird übersprungen. Und bei der Und-Bedingung, wenn eine Und-Bedingung falsch ist, dann ist der Ausdruck mit Sicherheit falsch. Dann werden die weiteren Und-Bedingungen nicht weiter geprüft. Ich habe auch hier ein Anwendungsbeispiel, was Sie sehr häufig sehen. Sie dürfen, wie wir in den Stringfunktionen in der letzten Vorlesung gelernt haben, nicht Stringfunktionen mit. Das heißt, um zu schützen, dass die Funktion Stringlength mit null ausgeführt wird, kann ich vor dem Aufruf prüfen, ob der Parameter null ist. Also hier, falls es ungleich null
und die Stringlänge von s größer als 0, dann kommt die Ausgabe, der String ist nicht leer. Wenn also s null ist oder die Länge von s tatsächlich 0 ist, dann wird diese Ausgabe nicht getätigt. Falls das s null ist, dann darf natürlich Stringlen nicht aufgerufen werden und das wird durch diese Optimierung auch so realisiert. Die Kurzform ist natürlich auch sehr viel übersichtlicher, als wenn wir das in zwei Anweisungen schreiben, also if s ungleich null und if string len s größer 0, dann gebe aus. Das ist natürlich sehr viel übersichtlicher, wenn ich das in eine if-Bedingung packe. Nachdem das ein sehr häufiger Anwendungsfall ist, finden wir das natürlich auch sehr häufig und meistens in C auch ohne die explizite Prüfung auf null, also in der Form if in Klammern auf s und Stringlang s größer 0, dann kommt eben die entsprechende Printfunktion. Ja, wir beginnen im zweiten Teil der Vorlesung noch mit den Datenstrukturen. Die werden wir dann in der nächsten Vorlesung ausführlich behandeln. Bis gleich.